Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Uni und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Serie auf Rille. Showcase WWE-Modus. Ja, Freunde. Alter, ich war gerade ohne Witz, immer wenn ich WWE-Videos aufnehme, ist es immer noch in meinem Kopf, dieses auf Rille zum Titel. Aber ja, die Karriere ist ja schon leider vorbei, Leute. Erstmal an dieser Stelle das erste Video im Jahre 2019. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen ins neue Jahr. Habt gestern nicht zu viel Scheiße gebaut und nicht zu viele Raketen irgendwie aus der Hand fliegen lassen, ne? Also das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Also checkt mal mein Instagram aus, da seht ihr mal, wie ich die Raketen gezündet habe. Und deshalb, ja, Leute, wir starten heute rein. Ich bin natürlich noch ein bisschen fertig von gestern, aber ich habe gesagt, ich werde mit euch gemeinsam den Showcase-Modus durchziehen. Und ja, die Kommentare, das Feedback war wirklich echt sehr gut. Also ich kann mich darüber echt nicht beschweren. Und einer hat auch gesagt, dass der Showcase-Modus nur maximal 12 Kämpfe hat. Das heißt, wir sind maximal in, ja, 12 Folgen durch. Das heißt, 24 Tage ungefähr. Und ich würde sagen, das ziehen wir auf jeden Fall durch im Januar. Ich habe da Bock drauf, Leute. Ich fand vor allem, die letzte Folge war geil, die erste mit John Cena da 2003. Dieser Kampf hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde, das ist auch eine mega geile Herausforderung. Wir werden das auf jeden Fall auf legendär lassen. Ich werde nicht runterstellen. Es sei denn, wir kommen komplett gar nicht weiter. Aber ich mag diese Herausforderung in der WWE. Und dann haben einige auch geschrieben, das fand ich auch lustig, WWE 2K20, dann Showcase mit El Rille. Stellt euch mal vor, El Rille macht die Kämpfe. Und ich bin dann so die Person, die das erzählt, sage ich mal. Ja, 2015 hat alles angefangen. Die Road to Glory und so auf Rille zum Titel. Stellt euch das mal vor, wie geil wäre das. Aber das wird 2K leider niemals machen. Und ja, ich habe auf jeden Fall mega Bock, Leute. Und ich würde sagen, wir starten jetzt rein. 23. Februar 2010 gegen Chris Jericho, also 7 Jahre später, als der Kampf gegen John Cena. Mal gucken, was uns hier erwarten wird. Also Daniel Bryan mit The Miz versus Chris Jericho. A lot of guys would have parlayed competitive matches on Heat and Velocity into being signed full-time to WWE. But that's not how things turned out. It's like my wife Brie likes to say, if anything was easy for me, I wouldn't be Daniel Bryan. Man kriegt immer Steine in den Weg gestellt. But before I could become Daniel Bryan, I was Bryan Danielson. And as Bryan Danielson, I went on quite the run through the indies. Boah, sein Kick, Alter. Over the course of 7 years, I won my first world championship and had some amazing matches against guys who went on to become major WWE superstars. Guys like Seth Rollins, Cesaro, all sorts of guys all over the place. A lot of hardcore fans even say these were some of the best matches of my career. Personally, I credit these matches and opponents for helping me build the foundation I would later need to make it as a WWE superstar. Fans on the indie scene weren't the only ones who took notice, because in 2010, WWE re-signed me and Daniel Bryan was officially born. My name is Daniel Bryan. Correct, Alter. I've been wrestling all over the world and finally, finally, I have an opportunity here in the WWE. Wie anders da aussieht ohne Bart, ne? Was ein Bart einfach ausmacht. As I've heard from my wife, this was also a somewhat painful experience. I came back as part of NXT, which wasn't like the NXT that you know and love today. At the time, NXT was a reality show with rookies and pro mentors. Unfortunately, my pro was The Miz. People say that you're great, that you're a star, that you're ready for the WWE. Do you think you're ready? The Miz, yes. Yes, I do. Well, one thing you have to learn about the WWE is you have to expect rechne anything. Immer mit allem. Was geht denn da ab? Believe it or not, we didn't get along very well back then either. I think the most ridiculous thing we had to do in NXT was the obstacle course. Okay, so you're gonna do the monkey bar. Then we go in the ring and juggle. Juggle. Then you're gonna see how fast you can drink soda. Side note, it was actually supposed to be a hot dog eating contest. When they realized I was vegan and they didn't have any vegan hot dogs, they turned it into a soda drinking contest. I didn't know vegans could drink soda. Not drink at all. Was ist das denn? Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Years. Think, watching that on TV, a grown man just drinking soda from a cup. Geil, guck mal, der Typ da hinten. Despite that, I did have the tremendous opportunity to show the WWE Universe what I was capable of when I got to face the World Heavyweight Champion, Chris Jericho. I loved watching Chris Jericho from the time I was in high school, the stuff that he did in WCW, being able to go against the World Champion on NXT on the first show. Win, lose, or draw, that elevates you. And I was very thankful for that opportunity. Und jetzt, Leute, gehen wir gemeinsam in diesen Kampf rein. Let's go! Ei, ei, ei. Führe einen starken Schlag im Stehen von vorne gegen Chris Jericho im Ring aus.
Ja, habe ich gerade versucht, ja, direkt gekontert. Eieiei, direkt, jetzt kontern wir zurück. Let's go, der erste WWE-Kampf im Jahre 2019. Hier, bam, Junge. Okay, er muss stehen. Er muss stehen. So, bisschen Anlauf und... Was, er kontert wieder? Digga, kann es sein, dass er das dreimal gefühlt kontert? Aber bisher hat er uns auch noch einmal getroffen. Dreh dich mal um, du Hund. Hier, Junge, dicke Kopfnuss ist am Start. So, erste Aufgabe, ich führe einen Laufangriff von vorne. Gegen den, einen stehenden Chris Jericho im Ring aus. Den meint er. Ja, easy, haben wir auch geschafft. Führe einen Laufangriff gegen einen nach vorne blickenden Chris Jericho in der Ecke aus. Was? Okay. Also das heißt, wir sollen den... Oh nein. Und jetzt wieder. Ah, das kann ich richtig gut kontern, Leute. Das kann ich richtig gut kontern. Schreibt mal in die Kommentare, wie war bei euch Silvester, Freunde. Wie war bei euch Silvester? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Und jetzt meinen die das hier bestimmt, ne? Jawohl. Bruder, das ist ja voll easy, Alter. Bisher füge Chris Jericho Schaden zu. Okay, das ist auch easy. Einfach nur dieses Ding da oben erreichen. Ganz easy, Leute. Sachte, sachte. Also wir werden auf jeden Fall jede Folge einen Kampf machen. Ich werde nicht in einer Folge zwei Kämpfe machen. Jede Folge einen Kampf. Damit wir ganz gechillt 12 Folgen WWE noch draus machen. Dann gucken wir noch ein bisschen, ob wir danach vielleicht WWE online zocken werden. Mit El Rille vielleicht ein paar Online-Kämpfe oder so. Müssen wir mal gucken. Es gibt ja auch diesen Turm-Modus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält. Dieses WWE, irgendwas mit Türme. Irgendwas mit Türme, Leute. Ich weiß aber nicht genau, was das ist. Hier, Bruder, wir kontern. Zack. Und da hat er schon gleich seinen Schaden komplett. Und dann geht er sogar raus, oder was? Hier, Junge, komm hoch. Ja, komm. Ja, komm. Guck mal, der Mist da hinten am Chillen, der Vogel. Jawohl, das wird dem jetzt, glaube ich, komplett alles voll machen. Oh nein, er kontert, Alter, was? Entkommen, ciao. Komm, beste Taktik, er kommt raus, wir gehen rein. So, jetzt kommt er rein und wenn er kommt, kriegt er einen Tritt von mir. Bam. Aha. Wow. Jawohl, wir haben ihm schon einen Schaden zugefügt. Führe einen Laufangriff von vorne gegen einen stehenden. Okay. Was sind das für Aufgaben, Leute, Alter? Die sind ja voll easy, Mann. Und gleich kommt auf einmal, mache einen dreifachen Rückwärtssalto, ja. Aha, ja, okay. Wenn er kontert, ist es natürlich nicht so einfach. Hier, so, da haben wir die nächste Attacke. Was jetzt? Was wollen die jetzt? Cover Chris Jericho für den Pin? Als ob wir jetzt schon gewinnen. Okay. Führe einen starken Schlag im Stehen von vorne. Ey, Leute, Mann, was ist das hier? Nochmal. Er kontert. Eieiei, warte. Oha, fuck. Jetzt geht's los hier. Was geht jetzt hier ab? Nie im Leben mit Chris Jericho diesen... Oh, 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 oh. Jericho braucht eine Verschnaufpause und die holt er sich außerhalb des Rings. Ein weißes Manöver eines durchtriebenen Veteranen. Ich bin mir nicht sicher, ob Jericho so langsam Pause bekommt. Was wird das denn? Puh! Ah, das hat wehgetan. Ach du Scheiße, guck mal den Rücken von Daniel Bryan. Ach du Kacke, wie rot. Heilige Scheiße. Oh oh, Alter, so. Was? Führe vom Apron aus einen Sprung gegen Jericho aus. Wirft Jericho per Irish Vibe in den Ring. Okay, ja, diese Aufgaben. Ich bin gerade mal am Aufgaben lesen. So. Nein, er soll in den Ring rein. Wir müssen den per Irish Vibe in den Ring reinwerfen. Komm her. Komm her, Jericho. Jetzt pack ihn dir. Hey. Komm her, pack ihn dir. In den Ring, Bruder. Was macht der da? Ey, wir sind schon bei 5, ne? Nicht, dass wir ausgezählt werden. Und wetten, jetzt kontert er? Doch nicht. Okay, so. Jetzt sollen wir einen Sprungangriff machen von hier oben. Let's go. 1, 2 und... Hadouken! Ja, super, er kontert. Wenn er kontert, heißt es, wir haben die Aufgabe nicht geschafft. Aber ich bin gerade auch richtig gut im Kontern, finde ich. Oh nein, jetzt kommt er wieder rein. Warum? Ich muss den nicht reinwerfen. Der kann auch selber reinkommen, oder? Seid mal ehrlich, Leute. Aber ich glaube, das ist die Aufgabe. Mann, er kickt ihn einfach raus. Scheiße. Egal, jetzt zack. Und jetzt ein bisschen schneller, Daniel. Come on, come on, come on. Er darf jetzt nur nicht wieder kontern. Let's go. Hadouk. Was? Ey, er kontert wieder. Leute. Wow. Ey. Alter, Jericho ist gut im Kontern. Ja, Bruder, klar. Klar wird das jetzt ein Pinfall. Der entscheidende Pinfall. Wir haben Signature und Finisher. Aber die müssen wir noch nicht anwenden. Deshalb würde ich sagen, warten wir erstmal lieber. Jawohl, der hat gesessen, der hat gesessen. Komm jetzt schnell. Ey, Digga, der zieht sich direkt hoch, ne? Der bleibt nicht mal liegen. Bam, Junge. Oh, der hat wehgetan. So, und jetzt wird er niemals kontern, weil er so krass mit seinem Kopf beschäftigt ist. Was? Bruder, was machen die da? Nochmal. Ey. Scheiße, er kontert. Oh, oh.
Nein. Nein. Jawohl, man hat im Finisher mal zwei Leute überlegt. Er hat aber auch Signature. Gar nicht gut. Jawohl. Jetzt wird es aber spannend hier, weil er so viel am Kontern ist, der Typ. Was geht hier ab? Oh nein. Oh nein, müssen wir denn wieder... Pack ihn rein, Mann, im Suplex. Der ist schon so tot, der Chris Jericho. Ich fand den ersten Kampf gegen John Cena war auf jeden Fall vom Kämpferischen her zehnmal schwerer, oder was sagt ihr? Eieiei. Jawohl, Alter. Was? Führe vom Apron aus einem Sprungbrettangriff. Einen Sprungbrettangriff. Habe ich doch gerade gemacht, oder was war das, Leute? Sag mir ehrlich, ich bin doch rausgesprungen, reingesprungen von hier auf den. Genau so. Aber er kann doch nicht wieder kontern, oder mache ich irgendwas falsch? Hier, Bruder, wir kontern, Alter. Oh nein. Bruder, wie viel wir am Kontern sind, aber wir haben auch nicht mehr viel Leben, Leute. Wir müssen jetzt mal langsam die Aufgaben hinkriegen. Ansonsten sieht es gleich richtig schlecht aus. Schneller, schneller, komm, Daniel. Ey, er läuft auf der Stelle, Alter. Ich könnte ausflippen gerade, ne? Ey, er will nicht an ihm vorbeigehen, ne? Das ist zu krass. Er will da nicht einfach... Er will nicht vorbeigehen. Hey, was macht der denn da? Nein, jetzt hol ihn bitte nicht raus, Alter. Ey, warte, guck mal kurz Pause nach hier. Die Aufgabenliste. So, ich stehe drauf. Halte außerhalb des Rings Kreis, um den Gegner ein paar Irish-Wrap in den Ring zu werfen. Linker Stick, wenn du auf den Apron stehst. Ja, habe ich doch gerade gemacht, Leute. Ich schwör's dir, ich habe das gemacht. Und warum haben wir nicht diesen Punkt bekommen? Richtig behindert. Okay, Leute, es kann aber echt noch schwierig werden. Guck mal hier, so, wir gehen jetzt hoch. Viereck und einen Knopf in die Richtung. Guck jetzt. Ich drücke jetzt zum Beispiel nach rechts. So, und da. Ey, Leute, das kann doch nicht sein, Mann. Das ist doch der Apron. Das kann doch nicht wahr sein. Warte mal hier. Von Apron, siehst du, linker, wenn du auf dem Apron stehst und um einen Sprungbrettangriff gegen einen Gegner im Ring auszuführen. Linker Stick und Viereck, ja. Habe ich doch gemacht. Ich glaube so, ne? Also müssen nur einmal antippen, glaube ich. Das war der Fehler. Digga, Alter. Der... Jawohl, jawohl. Wir kontern wieder hier. Ey, Leute, wir haben dreimal Finisher. Ich würde sagen, wir können ihm gleich einen geben. Wenn er jetzt nochmal kontert, gehen wir... Ey, jetzt rollt er sich raus, Mann. Ich fasse es nicht. Er soll mal schön reinkommen. Ich brauche den nicht reinzuwerfen. Ja, super. Jetzt kommt noch der Schiri, Alter. Ich krieg zu viel, ne? Ich habe mir den Kampf auf jeden Fall gerade noch viel einfacher vorgestellt als jetzt, ne? Weil jetzt gerade wird es immer schwerer und schwerer. Und so soll es ja auch sein. Aber ich werde jetzt hier nicht verkacken, Leute. Komm, wir geben jetzt mal einen Finisher. Aus dem Nichts, einen schönen Finisher. Warst du aber nicht so einen, hallo? Abbrechen, abbrechen. Ich will euch zum Aufgeben zwingen, Mann. Was soll die Scheiße denn? Guck mal, jetzt mache ich das doch. Einen Sprungbrettangriff mache ich doch. Guck mal hier, linker Stick und Viereck. Aber das war das, okay. Aber er hat wieder gekontert, Mann. Das kann nicht wahr sein, dass er das die ganze Zeit alles kontert. Kreis, 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 schneller, schneller, schneller. Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr stark. Also ich sag's euch, wenn der Geist einen Finisher hinkriegt, ist vorbei. Wenn er jetzt geladenen Finisher macht, ist vorbei. Ich sag's euch. Schön rausgehen, Alter. Nimmt zwar viel Energie, aber trotzdem. Ey, 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 ey. Jetzt direkt. Oh nein, der haut den wieder raus, ey, Mann. Egal, komm. Wir helfen ihm mal ein bisschen runter, rein. Ich hoffe, danach kommen nicht mehr so viele Aufgaben, weil die Aufgabe ist eigentlich einfach, aber er hat die gerade nicht gemacht. Vielleicht war mein Fehler, dass ich gedrückt gehalten habe und man muss einfach nur tippen. So, klack. Ey, Digga, es kann nicht sein, dass der die ganze Zeit das kontert, ne? Und er macht seinen Finisher, ne? Oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht, nein. Nein, nein, nein. Scheiße. Oh, wir kommen da raus, Alter. Meine Güte. Ey, Leute, das kann nicht wahr sein. Was ist das wieder für ein Kampf hier? Die Kämpfe machen aber echt Laune. Die machen echt Laune. Oh, oh, jetzt will der... Was macht er da? Das werde ich kontern. Das werde ich safe kontern. Safe. Hier, Bruder. Schön gekontert. Jawohl, Alter. Und jetzt darf er aber nicht wieder den Sprung angreifen. Digga, jetzt rollt der Schwester, ne? Der regt mich gerade so auf, ne? Der regt mich gerade so auf, dieser Vogel. Ich sag's euch, wirklich. Hier, er kriegt erstmal noch einen schönen... Warum macht er die ganze Zeit diesen Finisher zum Aufgeben zwingen, Mann? Richtig dumm. So eine Verschwendung, Leute, bin ich ganz ehrlich zu euch. Am besten steht er jetzt noch auf, wenn wir da auf den drauf springen wollen.
Er kann nicht kontern, unmöglich. Jawohl. Warum kriege ich das nicht? Sag mir das mal bitte einer. Ich flippe gleich echt komplett aus, Leute. Mann, ist das ein Bug? So. Wieso steht der denn wieder, Mann? Ey. Das darf nicht wahr sein, Leute. Alter, das ist unmöglich, ne? Aber so kann ich nichts machen, Leute. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich kann einfach nichts machen, so, ne? Er hat diesen Angriff gerade sogar nicht mal gekontert. Guck mal hier. Ich gehe jetzt sogar extra nochmal auf Pause. Hier, für euch, nochmal auf Pause. So, führe linker Stick, egal welche Richtung, plus Viereck, wenn du auf dem Apron stehst, um einen Sprungbrettangriff gegen einen Gegner auszuführen. Ja, so. Ich bin jetzt hier drauf. Linker Stick oder nach vorne, Viereck. Und er kontert wieder, Alter, ey. Ich weiß, ich mach gleich irgendwas kaputt hier, ne? Ich raste gleich komplett aus. Was ist das für eine Scheiße? Niemals geht das so, niemals. Wir haben Finisher wieder mal zwei, ne? Ich könnte ausflippen. Er darf doch jetzt nicht wieder... Jetzt geht er wieder raus! Das ist gerade echt schlimm, ne? Das ist echt schlimm, ich sag's euch, Leute, wirklich. Und er kontert wieder meinen Schlag. Ist der zu weit weg oder was heißt das, ey? Ich verstehe es nicht. Das ist mein letzter Versuch, sonst drücke ich Pause und guck mir irgendein Video an. Was macht der denn da? Finisher? Oder Donnier Röschen, Alter, was macht der da? Ey. Ich drehe durch, denn wenn ich dieses Match verliere, jetzt kommt noch geladener Finisher, ey. Ich drehe gleich echt durch. Ich konnte die ganze Zeit seine Finishers alles. Der ist nicht so stark, aber die Aufgabe klappt nicht. Sag mir, was ich dann nochmal machen soll. Guck mal, er geht nicht mal zu hoch, weil er dann in die Ecke steht wieder, ey. Jetzt lass mich doch bitte mal in die Ecke da gehen, ey. Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Guck mal, jetzt rollt es wieder. Ich halte jetzt mal gedrückt. Ja, er kontert wieder, Mann. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute, ne? Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, wir stehen das jetzt gemeinsam durch. Es kann doch nicht sein, dass er das die ganze Zeit kontert, ne? Was soll man jetzt den geladenen Finisher machen? Bitte nicht wieder zur Aufgabe zwingen, ey. Bitte nicht. Und schon wieder, Alter. Ey, Daniel Bryan, ne? Wirklich Opfer. Das darf doch nicht wahr sein. Wisst ihr, was jetzt fehlt? Dass er sich wieder rausrollen lässt. Ja, hier, linker Stick, Viereck. Ich bin doch drauf. Jetzt habe ich gedrückt gehalten. Okay, jetzt tippe ich mal. Okay, jetzt tippe ich. Also ganz leicht drücken, ganz leicht. So. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss mir ein Video angucken. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin ehrlich, Leute, ich habe nachgeguckt. Wisst ihr, was das heißt? Einfach von hier. Einfach von hier. Ich komme nicht klar, ne? Ey. Woher soll ich das wissen? Apron ist für mich dieses scheiß Ding in der Ecke da. Ich kann es nicht glauben, ey. Da hab ich doch gesagt, das Ding ist gelaufen. Zeit für die Walls of Jericho. Zwing ihn zum Aufgeben, Chris. Bryan wehrt sich so gut er kann und befreit sich. Was für ein Konter vom technischen Meister Daniel Bryan. Hör mir die schreien. Die schreien. Geiles Thumbnail-Foto gerade, Mann. Heilige Scheiße, ey. Aber jetzt werde ich nicht mehr gucken. Jetzt werde ich nichts mehr gucken. Jetzt werde ich nichts mehr gucken. Jetzt machen wir das selber, Leute. Jetzt machen wir das selber. Oh, Codebreaker. Eieieiei. Scheiße. Heilige Scheiße. Du hast recht, Corey. Das war ein Anfängerfehler. Und jetzt bitte dafür büßen, Byron. Byron. Oh. Der arme Daniel, oh, er muss aufgeben. Ach du Scheiße, Leute, ey. Daniel Bryan hat wacker gekämpft. Aber der Champ war ihn einfach überlegen. Alter, was? Eine miese Aktion. Der Mist ist sicher enttäuscht. Kann ich ihm nicht verüben. Dumm gelaufen, dass der Mist diesen Loser unter seiner Fittiche nehmen musste. Und genau das ist dann passiert, das haben wir ja vorhin im Trailer gesehen. Er ist einfach auf den draufgegangen, Mann. Der ist einfach auf den draufgegangen.
Junge, der boxt den einfach, das ist zu krass. Vor allem der Trainer geht auf seinen Schüler drauf. So gesehen. Das ist lächerlich. Der Mist hat den Verstand verloren. Alter Schwede, Schwede. Er liegt hier auf dem Rücken und schaut sich die Lichter an. Mal wieder. Heftige Aktion auf jeden Fall, ey. Scheiße, 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 ey. Und ja, meine lieben Freunde, damit würde ich sagen, euer Rille-Peter Öni verabschiedet sich aus diesem Video hier. Das war der zweite Kampf von der 2K Showcase-Reihe. Ich werde jetzt nicht ins Menü gehen, damit ich euch nicht spoilern kann, welcher Kampf uns als nächstes erwartet. Deshalb schaltet alle wieder übermorgen ein, wenn die nächste 2K Showcase-Folge online kommt. Lasst einen Daumen nach oben da. Das war das erste Video im Jahre 2019. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und damit würde ich sagen, euer Rille-Peter ist raus. Checkt auch Instagram aus. Macht's gut, Leute. Haut rein, frohes Neues und ciao.